Wenn ein Schüler nicht zum Freitagsgebet gehen kann, weil die Schule ihm das verweigert, dann ist das wie eine Zwangssituation. Sie übernehmen seine Sünde. Aber er soll alles versuchen, dass er hingehen kann. Und wenn er in letzter Konsequenz nicht hingehen darf, dann übernehmen sie die Sünde für ihn. Weil wir müssen auch wissen, wo wir leben. Na, und das ist immer das Problem, dass nicht jeder das mitmacht. Manche Schulen machen das mit und viele, viele andere Schulen machen das nicht mit. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na.